Das ist doch alles totgekocht. Nein, ist es nicht. Und ich zeig dir heute, wie krass falsches Wissen immer noch umherkursiert. Tag für Tag. Und dafür sorgt, dass du völlig sinnlos unnötig Geld für Supplemente ausgibst. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Heute ist wieder Zeit, Geld zu sparen und Wissen anzuhäufen, um dein Leben zu boosten. Und dabei unter anderem dein Hautbild zu verbessern und deine Zähne weißer zu machen. Heute geht es um Vitamin A und Mythen bezüglich Rohkost versus Kochkost und wie du das Vitamin A kostenlos nur durch die Zubereitung steigern bzw. den Verlust vermindern kannst. Und zwar nicht laber, sondern ganz konkret mittels Studien zu dem Vitamin. Vitamin A wird sofort korrekterweise mit der Möhre assoziiert. Das enthaltene Beta-Carotin wird im Körper zu Vitamin A umgewandelt. Wie aber erreicht man das Maximum an Beta-Carotin pro Möhre? Die, wie ich dir in den zwei Videos in den letzten Wochen gezeigt habe, eben sehr wichtig für dein Hautbild und strahlend weiße Zähne sind. Und noch ein paar andere Dinge. Der dogmatische Rohköstler wird dir sagen, am besten nimmst du die Möhre unverarbeitet zu dir, einfach roh konsumiert. Der Esoteriker wird dir sagen, die Möhre muss energetisch in einem Stück dargeboten werden, also nicht zerteilt, sondern die Frucht muss vor dem Konsum ganz bleiben und dann von dir verzehrt werden. Der Bildleser oder mittlerweile kann man durchaus auch sagen, der normale YouTuber mit einer Aufmerksamkeitsspanne von unter 5 Minuten, der sich irgendwelche abgrundtief schlechten, plakativen, billig produzierten Gesundheitsvideos, wo irgendwelche Fotos und Videoschnipsel zusammengeschnitten werden, anschaut, da wird dir immer wieder die auch immer wieder postulierte These an den Latz knallen, dass man die Möhre unbedingt mit Fett zu sich nehmen sollte. Das Kuriose ist, das ist alles falsch. Und ich möchte an dieser Stelle, bevor ich dir die optimale Zubereitung anhand der Wissenschaft bei der Möhre vorstelle, noch einmal für Differenziertheit werben. Ich persönlich empfinde die Rohkost aus dem Grunde des besten Feedbacks durch die lebendige Nahrung inklusive aktiver Enzyme als die für mich am besten geeignetste Ernährung. Auch wenn ich mich nicht ausschließlich rohköstlich ernähre. Aber für andere muss das deshalb nicht auch gelten. Ich übertrage meine Erfahrung nicht auf andere. Und du solltest es auch nicht tun. Lasst uns gemeinsam Erfahrungen und belegbares Wissen austauschen und keinen Krieg der Ernährungsweisen führen, die allesamt ihre Vor- und Nachteile haben. Für den einen ist das besser, okay, und für den anderen das. Je nachdem, welche Bewertungskriterien man zugrunde legt. Oh, wunderbar. Hauptsache, wir sind alle zufrieden und arbeiten bewusst an unserem Leben und haben Freude daran zu wachsen und zu optimieren, ohne Fanatismus und Angst. Ja, und bei der Möhre bzw. dem Beta-Carotin ist es so, die Studien sind unten verlinkt, dass erstens eine gekochte Möhre eine höhere Verfügbarkeit von Beta-Carotin hat als eine rohe. Diese ist je nach Zubereitungsart, sag ich mal, relativ überschaubar, aber durchaus signifikant, wie man in dieser Grafik hier ablesen kann. Denn sowohl bei der durchgezogenen Linie als auch bei der gestrichelten Linie ist die jeweils höhere Linie die der gekochten Möhre, welche dann, da umso höher der Punkt, umso höher die Verfügbarkeit von Beta-Carotin eine entsprechend höhere Aufnahme in unserem Körper gewährleistet. Und dann kommen wir zweitens zu der Zubereitungsform. Die durchgezogene Linie ist die Möhre in einem pürierten Zustand, während die gestrichelte Möhre eine Möhre ist, die einfach nur in Stücke geschnitten wurde und dann verzehrt wird, so wie bei einem ganz normalen Eintopf oder einem Möhrensalat. Und da sieht man einen eklatanten Unterschied. Wir reden hier von über 400%. Pürierst du deine Möhre in einem Smoothie zum Beispiel, explodiert die Bioverfügbarkeit der Beta-Carotine, als wenn du sie ganz normal einfach so zu dir nimmst. Also das Pürieren ist wesentlich wichtiger als die Frage, roh oder gekocht, wo der Unterschied gerade mal ca. 25% ausmacht. Und was ist eigentlich jetzt nun mit dem Fett? Mit dem Fett? Möhre, Fett? Wer mein Video zu der Möhre schon gesehen hat, der wird wissen, dass die Möhre selber schon ausreichend Fett hat, um die Aufnahme der Beta-Carotine in den Körper zu gewährleisten. Und die X-Achse unten hier, das ist die Steigerung des zugeführten Öls. Und das sieht man, eine leichte Steigerung.
bei der Verfügbarkeit. Aber diese ist überhaupt nicht mit den negativen Effekten von konzentrierten Ölen zu rechtfertigen, die man dann zwangsläufig auch eben in Kauf nimmt. Auch hier einmal der Hinweis, ja, viel Fett ist extrem ungesund, gerade extrahierte Fette wie Öle, aber wir brauchen natürlich auch Fettsäuren. Ne? Auch hier wieder Differenziertheit. Aber diese Fettsäuren sind genügend in Samen, Obst und Gemüse enthalten. Was bedeutet das nun für die Möhre? Was bedeutet das für uns, für dich? Das Wichtigste ist, wenn man die Effekte von Beta-Carotin maximieren will, und das sind geile Effekte, dass man die Möhre püriert. Ein Trick für diejenigen, die keine pürierte Möhre mögen, man kann die pürierte Möhre mit anderen Dingen zusammen mixen und dann dörren und zum Beispiel Fruchtleder oder wieder feste Möhrenpralinen draus machen. Die Effekte der Oxidation sind dabei viel geringer, als wenn man die Möhre nicht pürieren würde. Oder mal was ganz Einfaches aus der Wissensschatulle meiner Oma. Mein Junge, kau anständig, bevor du schluckst. Und mit diesen weisen Worten, die wahrscheinlich schon über Jahrhunderte von Generation zu Generation weitergegeben wurden, möchte ich mich von dir verabschieden. Nicht ohne dir meine beiden Videos zu strahlend weißen Zähnen hier auf dieser Seite und den 5 magischen Lebensmitteln für eine klare Haut auf dieser Seite zum Besten zu geben. Ein Lebensmittel kennst du ja nun schon. Alles Liebe und einen wunderschönen Tag, dein Samu.